Gottfried Curio ist der nächste Redner für die AfD. Verehrte Abgeordnete, Herr Minister, die SPD beklatschte Ihre Darstellungen nicht. Zwei Ressorts im Innenetat, innere Sicherheit, Migration. Wo Geld fehlt für Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, wird geknausert. Wo wir Kosten und Gefahren vermeiden könnten, beim rechtswidrigen Import von Hunderttausenden kulturfremden Kostgängern, da schöpfen wir aus dem Vollen mit ganzen Umsiedlungsprogrammen. Recht auf die eigene Sicherheit, Recht am selbsterworbenen Wohlstand. Fehlanzeige. Was hier bei innerer Sicherheit skandalös fehlt, wird dort beim deutschen Weltsamaritertum gerne verschwendet. Das ist Veruntreuung. Man schüttet nicht Geld in ein Fass ohne Boden. Der EU-Migrationskommissar will 70 Millionen Migranten nach Europa holen. In Afrika sitzt die halbe Subsahara auf gepackten Koffern. Die Deutschen sollen wieder zum Selbsteintritt weichgekocht, moralisch erpresst werden. Deshalb erfindet die Kanzlerin schon mal tiefe Schuld gegenüber Afrika. Und die Union schreibt sich Resettlement, Umsiedlung ins Wahlprogramm. Was ist das für ein Staat, der 2017 allein mehr Leute aufnimmt als alle anderen EU-Staaten zusammen, der Abschiebeverweigerer weiter alimentiert, der die Grenze gleich ganz offen lässt? Offenbar ein Staat, der nicht mehr willens ist, Recht und Gesetz durchzusetzen. Wer seinen Haushalt berechnen will, schließt erst mal die Haustür. Der komplett ausgesetzte Familiennachzug für Subsidiärgeschützte wird unter Herrn Seehofer wieder eingeführt. Die SPD will Familiennachzug für Gefährder. Statt Ausweisung also jetzt Papa-Gefährder, Mama-Gefährder und die Gefährder-Bambini. Die Kleinen gehen natürlich zum staatlichen Werteunterricht und hinterher zu Papas Enthauptungsunterricht. Die GroKo hat ein Programm zur Terroristen-Nachwuchsförderung. Sicherheit der Bürger war gestern, Vorrang jetzt, Wohlergehen von Gefährdern. Die Migranten, meist ohne Schulabschluss und Berufsausbildung, es bleiben Leistungsempfänger. Wir riefen Flüchtlinge und es kamen Fachkräfte fürs Ausplündern der Sozialsysteme. Über 20 Milliarden Euro jährlich. Kosten nach oben offen. Der GroKo-Vertrag kennt keine Obergrenze. Der Bürger versteht es nicht, wenn illegale Grenzverletzer unbekannter Herkunft das Gleiche erhalten wie deutsche Arbeitslose. Das bedingungslose Grundeinkommen, das gibt's schon für Ausländer. Wer Fluchtursachen bekämpfen will, winkt nicht mit Vollversorgung. Also, Sammelunterkunft statt Wohnung, Sachleistung statt Bargeld. Und falsche Alters- und Herkunftsangaben, Identitätsverweigerung. Wer betrügt, fliegt. Eben nicht, Herr Seehofer. Das BAMF hat bei der Hälfte der Fälle keine verlässlichen Daten. Stattdessen wissen wir jetzt, wer Betrug aufdeckt, fliegt. Die Beamtin, die den vollen BAMF-Skandal meldet, wird sofort versetzt. Die BAMF-Zentrale vertuscht. Der Minister schwieg, klärungsbedürftig. Wer aus sicheren Gebieten über sichere Länder kam, muss zurück. Und temporär Schutzbedürftige sind eben nicht zu integrieren, sondern baldmöglichst zurückzuführen. Aber 90% werden geduldet, die Abschiebezahlen sinken sogar. Die Leute werden vorgewarnt, leisten Widerstand, die Gerichte überschwemmt mit Hunderttausenden Verfahren. Rechtspositionen verfallen. Wer 6 Monate verzögert, macht Deutschland zuständig. Wer lange genug weitermacht, kriegt die Duldung. Müssen Ausreisepflichtige nicht mehr ausreisen, müssen ja wohl Steuerpflichtige auch nicht mehr Steuern zahlen. Und bei der Darstellung der Kriminalstatistik ist die Union wieder für Vollverschleierung, und zwar der Wahrheit. Hat die Lage sich nämlich entspannt? Hunderttausende Verfahren werden mangels Personal schlicht nicht bearbeitet, Straftaten schon gar nicht mehr angezeigt. Ein wahres Konjunkturprogramm für Kriminalität, die massenhafte Zuwanderung. Ausländerkriminalität überproportional. Früher haben wir die Polizei gerufen. Heute rufen die ihre Cousins. Mancherorts arbeitet die Polizei nur noch als Hundertschaft. Bürger meiden bereits aufgegebene Orte. Es sind so viele Schutzbedürftige ins Land gekommen, dass jetzt die Deutschen schutzbedürftig sind. In Gefängnissen gibt es eine neue Fremdsprache, Deutsch, und man erwartet Revolten. Rathausmitarbeiter sollen Kurse belegen in Selbstverteidigung, Juden keine Kippa tragen, Frauen bestimmte Viertel meiden, Stadtfeste nur noch mit Polizeiaufgebot, Einlasskontrollen, Merkel-Pollern, Videodrohnen, keine Frage, Deutschland ist sicherer geworden.
In Ellwangen stellen 200 Illegale ein Ultimatum, drohen mit Bewaffnung. Die Polizei hat Todesangst. In Donauwörth werden Polizisten mit Eisenstangen attackiert. 100 Afrikaner schreien, we are here and we will fight. In Deutschland herrscht wieder Faustrecht. Wann brach der Damm? Unter Merkels Regierung. Wann explodierte die Messerkriminalität? Unter Merkels Regierung. Wann ging das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaats verloren? Unter Merkels Regierung. Wer die Grenze nicht schließt, ist für jede Vergewaltigung und jedes Messermassaker mitverantwortlich. Regierungsstatement gestern: Israel habe das Recht und die Pflicht, die Sicherheit seiner Grenzen und seiner Bürger zu schützen. Aha, Herr Minister, 2015 hat Ihr Vorgänger die Bundespolizei angewiesen, geltendes Recht nicht anzuwenden, rechtmäßige Zurückweisung an der Grenze zu unterlassen. Wir fordern Sie hier und heute auf, heben Sie diese Ministeranordnung auf, kehren Sie zum Recht zurück, dann braucht es keine Ankerzentren. Die Herrschaft des Unrechts, tragen Sie sie nicht weiter mit, beenden Sie sie. Ich danke Ihnen. Gottfried Curio, Sprecher für Innenpolitik der AfD, in der Debatte über den Etat des Bundesinnenministers. Der nächste Redner kommt aus der SPD-Fraktion und ist Martin Gerster. Nächster Redner ist der Kollege Martin Gerster, SPD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich könnte jetzt meine gesamte Redezeit opfern, um auf die Behauptungen und auf die Hetze meines Vorredners einzugehen. Ich finde, es gibt Wichtigeres. Das Innenministerium, werte Kolleginnen und Kollegen, ist neben dem Verteidigungsministerium ein sehr personalintensiver Haushalt mit insgesamt fast 70.000 Beschäftigten. Bei den Sicherheitsbehörden, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, beim Statistischen Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsamt und Beschaffungsamt, ja, da wird viel Personal benötigt, vor allem sehr gutes Personal. Und im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf geeinigt, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen zurückzuführen. Wir von der SPD meinen, der Bund soll und muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und Herr Seehofer, wir haben beim Berichterstattergespräch schon darüber gesprochen, und ich will noch mal an Sie appellieren. Das Bundesinnenministerium muss hier Vorreiter sein. Es gibt dort zu viele sachgrundlose Befristungen. Die erste und beste Voraussetzung für qualitativ hochwertige Asylbescheide beim BAMF ist nämlich, wenn sich die Beschäftigten nicht ständig um die Zukunft ihres eigenen Arbeitsplatzes sorgen müssen. Und werte Kolleginnen und Kollegen, im Bereich der Migration und Integration müssen alle Koalitionspartner in der Tat schmerzhafte Kompromisse eingehen, die wir nun gemeinsam, so wie wir sie beschlossen haben, auch tragen wollen. Beim Ziel eines möglichst zügigen, aber gleichzeitig auch gründlichen Asylverfahrens sind wir uns einig. Alle, die bei uns Schutz suchen, sollen schnell Klarheit darüber bekommen, ob sie eine Perspektive in Deutschland haben oder eben nicht. Und ich finde es gut, dass die durchschnittliche Verfahrensdauer für neue Fälle beim BAMF bei mittlerweile unter 2 Monaten liegt. Auch der Bestand an Altfällen konnte größtenteils abgebaut werden. Das heißt, unsere Maßnahmen haben Erfolg. Das bedeutet aber auch, dass sich der Schwerpunkt unserer Politik auch ein Stück weit verlagert. Und deswegen haben wir die Mittel für Integrations- und Orientierungskurse in nur wenigen Jahren verdreifacht. Denn eine gelungene Integration ist nicht nur richtig, sondern, wie ich finde, auch die beste und eine sehr günstige Sicherheitspolitik. Wir haben auch Verbesserungen bei der Vergütung der Lehrkräfte erreicht. Stichwort gute Arbeit, motivierte Lehrkräfte und Kontinuität in den Kursen erhöhen die Erfolgschancen nicht nur bei der Abschlussprüfung, sondern insgesamt bei der Integration. Werte Kolleginnen und Kollegen, bei der inneren Sicherheit wurde von wegen gespart. Wir haben wesentliche Beschlüsse bereits 2016 und 2017 auf den Weg gebracht. Mit den sogenannten Sicherheitspaketen verschaffen wir, die SPD, die Große Koalition, der Bundespolizei allein in diesem Jahr über 1.850 neue Stellen. Dazu kommen weitere neue Stellen, unter anderem beim Bundeskriminalamt, beim Verfassungsschutz. Und damit stärken wir die Sicherheitsbehörden des Bundes in bisher
Ungekanntem und vor wenigen Jahren vermutlich auch noch sogar unvorstellbarem Ausmaß. Gut, dass die SPD mitregiert, denn in der vorletzten Legislaturperiode von 2009 bis 2013, als die Union noch zusammen mit der FDP regiert hat, wurden hier 1000 Stellen abgebaut. Das zeigt, es macht sehr wohl einen großen Unterschied, wer regiert in Deutschland. Werte Kolleginnen und Kollegen, nun zum Baubereich, der ja in der neuen Bundesregierung unter dem Dach des Innenministeriums eine neue Heimat gefunden hat. Ein gutes Zuhause ist ja bekanntlich auch mitentscheidend für ein gutes Leben. Jeder will Sicherheit, auch für die eigenen vier Wände. Und deshalb ist es richtig, dass wir das KfW-Programm zur Förderung von Maßnahmen der Einbruchsicherung fortführen. Allein im letzten Jahr sind nahezu 80.000 Wohneinheiten gefördert und dadurch einbruchsicherer geworden. Ich finde, das ist ein großer Erfolg. Mehr Sicherheit brauchen Mieterinnen und Mieter, aber auch bei den Mietpreisen. Mieten müssen bezahlbar bleiben in den Metropolen, aber auch, sage ich ganz bewusst, mit Blick auf meine Heimat in Oberschwaben, auch in ländlichen Regionen. Und deswegen finde ich es gut, dass unsere Ministerin Katharina Barley die Verschärfung der Mietpreisbremse noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen wird. Gleichzeitig führen wir die schon unter Barbara Hendricks massiv erhöhte Städtebauförderung mit über 700 Millionen Euro und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit 1,5 Millionen Euro auf sehr, sehr hohem Niveau fort. Werte Kolleginnen und Kollegen, viele Familien haben auch den Traum von einer eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus. Zu den bestehenden Förderprogrammen der KfW kommt nun das Baukindergeld. Viele bauwillige Familien warten, Herr Seehofer, auf Details. Die Antwort, wann kann man es beantragen, wann bekommt man den Förderbescheid, da reicht die Antwort nicht, wenn man sagt, noch vor der Bayerischen Landtagswahl. Ein bisschen konkreter muss es in Kürze dann schon auch werden. Wir brauchen hier zügig Klarheit, denn es gibt sehr viele Anfragen dazu. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei aller Begeisterung für das Baukindergeld ist es mir unglaublich wichtig, auch an andere Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zu erinnern. Wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt, und ich will ganz gezielt erwähnen, dass wir unbedingt das Wohngeld anpassen müssen, damit Menschen nur dann aus dem Bezug herausfallen, wenn es ihnen auch wirtschaftlich tatsächlich deutlich besser geht und nicht, weil sie durch eine Art kalte Progression einen eigentlich berechtigten Förderanspruch verlieren. Und ich möchte an Sie, Herr Minister Seehofer, appellieren, zügig hier eine entsprechende Regelung vorzulegen, mit der das Wohngeld regelmäßig angepasst wird. Auch das ist ein Beitrag zu einer guten und sozialen Politik. Um es also noch mal kurz zusammenzufassen, wenn wir auf den Haushaltsentwurf schauen, unser Kompass stimmt. Der Haushaltsentwurf, finde ich, ist ein richtig guter. Mehr öffentliche Sicherheit, mehr soziale Sicherheit, mehr emotionale Sicherheit, so hat es unser Finanzminister Olaf Scholz gesagt. Und ich finde, er hat mit dem Blick auf den Einzelplan 06 recht. Herzlichen Dank. Martin Gerster war das für die SPD-Fraktion in der Debatte über den Etat des Bundesinnenministers. Und der nächste Redner ist Stefan Ruppert für die FDP-Fraktion. Er ist Sprecher für Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Zunächst ist es mir noch mal ein Bedürfnis, dem ehemaligen Innenminister Thomas de Maizière für seine Amtsführung zu danken. Er war mir in vielen Bereichen, nicht weil wir immer einig waren, aber weil die Art, wie er dieses Amt ausgeführt hat, für mich durchaus ein Vorbildcharakter hatte. Und mich wundert dann schon, warum solche Minister scheiden müssen, während etwa in Bereichen, wo es nicht funktioniert, wie bei der Bundeswehr, die Ministerinnen bleiben dürfen. Ich fand es bemerkenswert, Herr Seehofer, wie Sie zwischen Regierungserklärung vor wenigen Wochen und heute in einen für Sie ungewohnten Defensivmodus geraten sind. Damals haben Sie über Heimat, über Bauen, über neue Ideen gesprochen. Heute haben Sie über Ihre Verteidigung der Vorgänge beim BAMF und über die Frage, warum Sie mit Ihren Ankündigungen, die Sie zahlreich
in die Welt gesetzt haben, nicht schneller vorankommen, etwa bei den Ankerzentren. Schade eigentlich, dass von dem Elan des Anfangs schon jetzt angesichts der Vorgänge in Bremen und andernorts so wenig übrig geblieben ist. Sie sagten ja, wir leben in einer Herrschaft des Unrechts. Wir leben in einer Herrschaft des Unrechts. Ich habe über den Satz immer wieder nachdenken müssen und gefunden, dass unser geltendes Recht ja keineswegs Unrecht ist, sondern gutes Recht. Wir würden uns also wünschen, dass in Bremen und andernorts wir nicht von der Herrschaft des Unrechts sprechen, sondern dass das geltende, gute Recht endlich wieder ordentlich durchsetzen und diese Vorgänge in Bremen aufklären. Und da verstört es natürlich schon, wenn diejenige, die sich die Aufklärung zum Anliegen gemacht hat, wenn diejenige, die Berichte ans Ministerium geschrieben hat, die versucht hat, Kontakt aufzunehmen, nicht gehört, sondern strafversetzt wird. Offen gesagt ist das eine Vorstellung von Aufklärung, der ich nicht folgen kann. Die Defensive, als Staatsrechtler habe ich ja schon häufig auch als Quelle Normenkontrollratsstellungnahmen gelesen. Und ich muss sagen, eine solche verheerende Stellungnahme wie diejenigen zum Familiennachzug, eine solche vernichtende Kritik zu einem Gesetz habe ich von diesem eher feinen Gremium in der Vergangenheit noch nicht gehört. Ich glaube, Ihre Logik, 1000 dürfen kommen, die ist sogar weniger versierten Menschen als den Mitgliedern des Normenkontrollrats als nicht sehr praktikabel aufgefallen. Aber hier müssen Sie dringend nacharbeiten. Das ist keine gute Konzeption, die Sie da vorlegen. Leider fehlten in den Ausführungen heute eigentlich die Themen, die meine Mitbürger im Wahlkreis am meisten beschäftigen, nämlich das Bauen. Sie glauben nach wie vor an die Mietpreisbremse. Sie glauben daran, dass ein Gesetz verhindert, dass Mieten steigen und nicht ein Mehr an Angebot dazu führt, dass Mieten nicht steigen. Und Sie wählen eigentlich einen Mechanismus mit dem Baukindergeld, der mir wenig steuerungseffektiv erscheint. Ich nehme mal einen ganz christlich-klassischen Lebenslauf wie den meinen, den Sie ja eigentlich schätzen. Ich kaufe ein Haus, bilde Eigentum und würde nie, obwohl ich damals noch sehr jung war, als ich schon Eigentum gebildet habe, würde nie in den Genuss Ihres Baukindergelds kommen, weil ich gesagt habe, erst heirate ich meine Frau, dann kaufe ich eine Wohnung, dann kaufe ich vielleicht später ein Haus. Meine Kinder bekomme ich dann mit meiner Frau gemeinsam, die bekommt die Kinder zu einem Zeitpunkt, wo ich längst Eigentum gebildet habe. Und diese Gruppe wird bei Ihnen in dem klassisch-christlich von Ihnen propagierten Lebenslauf niemals profitieren, weil das Eigentum vorher gebildet wurde. Und deswegen bin ich da der Meinung, unsere Vorstellung, dass wir einen Grunderwerbsteuerfreibetrag schaffen, ist die wesentlich bessere Handlungsweise als das, was Sie da vorschlagen. Am Ende einen Satz. Ich fand Ihren Beitrag in der FAZ zu Heimat sehr lesenswert. Und ich habe auch schon in den Beratungen des Ausschusses gesagt, dass ich finde, gesellschaftlicher Zusammenhalt, das Wort Heimat, kann zwar nicht staatlich verordnet werden, aber es ist sehr wert, und da werden wir Sie begleiten, sehr wert, darüber nachzudenken, wie wir gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Am Ende ein Zitat. Heimat darf aber nicht so klingen wie bei Asterix, wo Methuselix sagt, ich habe nichts gegen Fremde, aber die da sind nicht von hier. Das kann nicht die Heimatkonzeption des Innenministers werden, sondern es muss ein inklusives, ein plurales Heimatkonzept unter der Herrschaft des Grundgesetzes sein. Dann folgen wir Ihnen auf diesem Weg. Herzlichen Dank. Stefan Ruppert für die FDP-Fraktion, und wir lernen, die Lektüre von Asterix kann durchaus hilfreich und lehrreich sein. Der nächste Redner kommt aus der Linksfraktion und ist Viktor Perli. Herr Präsident, meine Damen und Herren, womit haben wir diesen Innenminister verdient? Herr Seehofer redet von gesellschaftlichem Zusammenhalt,
aber nahezu jede seiner Aussagen spaltet das Land. Er redet von innerer Sicherheit, aber er stärkt das Unsicherheitsgefühl. Er redet von Wohnen als großer sozialer Frage, aber er macht nichts gegen den Mietenwahnsinn und die Verdrängung aus den Städten. Dagegen ist er sehr spendabel, wenn es um 100 zusätzliche Stellen für sein Ministerium geht und das Aufrüsten der Sicherheitsbehörden. Die Ausgaben für Polizei und Geheimdienste steigen um 200 Millionen Euro nach 250 Millionen Euro im Vorjahr. Das ist fast eine halbe Milliarde mehr, und das Geld wird in diesem Bereich falsch verteilt. Die Linke ist für eine gute Ausrüstung und Bezahlung der Polizei. Aber wir sind nicht einverstanden mit dem Hochrüsten von Spezialeinheiten, mit Staatstrojanern und einer staatlichen Datensammelwut. Wir wollen nicht, dass die Polizei mit Geheimdienstmitteln ausgestattet wird und militärische Waffen tragen muss. Die Linke will eine Sicherheitspolitik, die vor Angst schützt und nicht den Leuten Angst macht. Deshalb ist es gut, dass in Bayern Zehntausende gegen das Polizeiaufgabengesetz protestiert haben. Und dieses Gesetz will der Minister zur Vorlage für die ganze Republik machen. Das heißt, jeder von uns darf von der Polizei auf allgemeinen Verdacht hin ausgeschnüffelt werden. Unsere Mobiltelefone, unsere Post, Pakete. Und Polizisten sollen auch noch Handgranaten tragen. Dazu sagen wir Nein, danke. Das ist in Bayern Wahnsinn und das ist auch im Rest der Republik Wahnsinn. Herr Seehofer, ein anderes ernstes Thema. Es ist kürzlich zu einem Vorfall mit Ihrem Ministerium gekommen. Das macht mich wirklich fassungslos. Und Zehntausende, die das verfolgt haben, in den sozialen Medien auch. Mitte April waren wir entsetzt über einen gewalttätigen Angriff auf einen arabischen Israeli, der eine Kippa trug. Die Redaktion von Jung und Naiv hat der Regierung danach in der Pressekonferenz die einfache Frage gestellt: Gehört das Judentum zu Deutschland? Ihre Sprecher konnten diese Frage nicht beantworten. In der ersten Bundespressekonferenz nicht, in der zweiten Bundespressekonferenz auch nicht. Danach wurde schriftlich rumgeeiert. Das ist wirklich unfassbar. Merken Sie gar nicht, was für spalterische Signale Ihre Äußerungen zu Religionsgruppen ins Land aussenden? Herr Seehofer, Sie sind Verfassungsminister. Es gilt die Religionsfreiheit. Die Ausgrenzung ganzer Religionsgruppen ist ein verheerendes Zeichen für dieses Land. Kommen wir nun zum Baubereich. Die Bundesregierung versagt hier seit Jahren. Wohnungsnot, wohin wir sehen, Mieten, die ins Astronomische schießen. Und nun erklären Sie das Wohnen zu einer wichtigen Frage. So weit, so gut. Aber was sagt der Haushalt? Dort bleiben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 2019 wollen Sie sogar sie um ein Drittel senken, um eine halbe Milliarde Euro kürzen. Das ist unfassbar und es zeigt, dass Sie den Ernst der Lage nicht verstanden haben. Bundesweit fehlen 4 Millionen Sozialwohnungen. Kaum eine Krankenschwester kann sich heute eine Innenstadtlage leisten. Familien geben die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aus. Gleichzeitig sind die Hürden für das Wohngeld zu hoch. Nicht alle, die darauf angewiesen wären, bekommen ihren Antrag bewilligt. Um die Wohnungsnot zu bekämpfen, müssen 5 Milliarden Euro pro Jahr in bezahlbaren Wohnraum investiert werden. Und dafür steht die Linke. Aber Sie, statt etwas gegen die Mietexplosion zu tun, mit höchster Priorität stellen Sie 400 Millionen Euro für ein Baukindergeld ein. Damit unterstützen Sie zunächst Gutverdienende beim Eigenheimbau. Und das ist Zynismus nach dem Motto: Wenn ihr euch die Mieten nicht leisten könnt, dann kauft euch doch eine Wohnung. Zusammenfassend: Es ist höchste Zeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und soziale Spaltungen zu überwinden. Wer das will, der muss klotzen für soziale Gerechtigkeit, für bezahlbaren Wohnraum, für Integration und gute Arbeit. Die Große Koalition macht ganz genau das Gegenteil. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Tobias Lindner, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Seehofer. Es war ja schon ganz bezeichnend, was Sie heute Morgen hier zum BAMF gesagt haben. Da setzen Sie sich an die Spitze einer Bewegung, die eigentlich schon längst läuft. Sie haben ja angekündigt, den Bundesrechnungshof mit einer Untersuchung über das BAMF beauftragen zu wollen und verschweigen dabei, dass genau dieser Bundesrechnungshof bereits vor 2 Wochen im Berichterstattergespräch zu Ihrem Haushalt genau diese Untersuchung angekündigt hat. Also tun Sie nicht so, als wären Sie der Chefaufklärer. Und viel interessanter als das, was Sie hier gesagt haben, war doch, was Sie hier alles nicht gesagt haben. Stellt sich nämlich nach dem, was wir auch heute Morgen in der Zeitung lesen konnten, doch genau eine Frage. Was wussten Sie und wann wussten Sie es? Und darauf hätten Sie hier Auskunft geben sollen. Aber jetzt zu Ihrem Ministerium. Sie haben hier über das Thema Heimat gesagt, die Heimatabteilung ist aufgebaut. Ja, und das Problem ist, genau damit ist es erledigt. Guckt man in Ihren Haushaltsplan ran, dann hat sich beim Thema Heimat genau 2 Dinge geändert. Eine Überschrift, nämlich das Kapitel Sport und Ehrenamt, heißt jetzt Heimat, Sport und Ehrenamt, das war's, und 98 Stellen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wer so vorgeht, keinen Plan hat, aber erst mal 98 Stellen schafft, da kümmert sich weder um das Thema Heimat, noch geht er verantwortungsvoll mit Steuergeldern um. Sie haben hier eine Ressortverteilung vorgenommen, die gleicht doch eher an das Sammeln von Panini-Sammelbildchen irgendwie für die Fußball-WM, wo es um Vorgärten geht, haben eine Staatssekretärsriege aufgebaut. 8 Männer, da können Sie eine halbe Herrenfußballmannschaft damit bespielen. Aber ein wirklich stimmiges Konzept, wie Sie Integration voranbringen wollen, was Sie für innere Sicherheit tun wollen, das haben Sie mit diesem Haushalt nicht vorgelegt, Herr Seehofer. Und wäre es schon nicht genug, dass eine Ihrer ersten Amtshandlungen 2 Tage nach Ihrer Einführung war, dass Sie nicht nur ein Heimatminister sind, der keinen Plan hat, sondern der das Gegenteil tut, nämlich spalten statt zusammenführen. 4 Millionen Muslimen in Deutschland, für die gestern der Ramadan begonnen hat, zu erklären, dass Ihre Religion nicht zu diesem Land gehört. Als wäre das schon nicht genug, machen Sie doch eher aus Ihrem Haus eine Nebenwahlkampfzentrale der CSU, die nur ein Ziel hat, nämlich die Landtagswahl im Herbst irgendwie vernünftig noch über die Bühne zu bekommen. Ich meine, es geht los, Sie sind immer noch CSU-Vorsitzender mit Ihrem Ministerpräsidenten, der da seltsame Bilder macht mit Kreuz in der Hand, wo auch ich mich als gläubiger Mensch frage, gehört sowas nicht eher in einen schlechten Horrorfilm rein? Und es geht über Sie, Herr Dobrindt, der letzten Sonntag ein Interview gegeben hat, wo Sie wörtlich in der Bild am Sonntag gesagt haben, 2015 wurden unsere Grenzen überrannt. Sie waren 2015 Teil dieser Bundesregierung. Wenn Sie das ernsthaft glauben, wenn es Ihnen nicht um billigen Populismus ging, dann müssen Sie doch hier die Frage beantworten, warum die CSU nicht die Fraktionsgemeinschaft verlässt und warum nicht Sie aus der Großen Koalition aussteigen, wenn Sie ernsthaft das glauben, was Sie öffentlich erzählen. Und getoppt wird alles noch durch ein Polizeiaufgabengesetz in Bayern, das innere Sicherheit damit gewährleisten will, dass Grundrechte mit Füßen getreten werden und wo sogar die deutsche Polizeigewerkschaft sagt, mit einer bürgernahen Polizei ist das nicht mehr in Einklang zu bringen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, die Menschen in Deutschland haben was Besseres verdient irgendwie als eine billige Nebenwahlkampfzentrale. Innere Sicherheit ist ein viel zu wichtiges öffentliches Gut, als es irgendwelchen Schlagzeilen in Interviews preiszugeben. Wir Grüne, wir werden in den kommenden Haushaltsberatungen deutlich machen, wie wir innere Sicherheit gewährleisten wollen, wie wir Humanität und Ordnung verbinden, wie wir dazu beitragen, dass Integration in diesem Land gelingt und nicht, dass die Angstmacherei obsiegt. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Thomas Mittelberg, CDU/CSU. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich will jetzt nicht fortsetzen, so als würden wir hier im Chaosstaat leben, so wie der Kollege Lindner eben gesprochen hat, sondern wir leben in einem der geordnetsten Länder mit Rechtsstaat, mit Demokratie, mit Meinungsfreiheit, in das sich viele 100.000 Menschen flüchten oder hier einwandern wollen, also eines der Länder, die offensichtlich am besten regiert und geführt werden auf dieser Welt. Das entspricht nun überhaupt nicht der Darstellung, die Sie hier eben gegeben haben. So, und wenn wir dann zur Sache zurückkommen,
möchte ich auch im Kontext mit der Diskussion um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge doch mal einige Dinge gerade rücken. Kritik daran ist berechtigt, das ist ganz klar. Fehler hat es gegeben, das ist auch ganz klar. Die sollen aufgeklärt werden. Wir selbst haben das größte Interesse daran, dass die Dinge aufgeklärt werden, weil wir haben ein veritables Interesse daran, dass dieses Amt einwandfrei und noch effizienter funktioniert. Das ist unser Interesse und deswegen werden wir uns keiner Aufklärung und keiner Verbesserung verschließen. Nur ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auch mal daran erinnern, wir waren in den letzten 3 Jahren in einer ganz besonderen, in einer extremen Situation. Dieses Amt hat in 3 Jahren 1,6 Millionen Asylentscheidungen treffen müssen. Allein im letzten Jahr haben wir hier in Deutschland über 500.000, 524.000 Asylentscheidungen getroffen. Das sind mehr als in allen anderen 27 EU-Staaten. Das sagt auch ein bisschen was aus, ich sage mal, über die Leistungsanforderungen, aber auch über die Leistung, die dort erbracht wurde. Also ich würde bei dieser Gelegenheit nicht alles schlecht und runterreden. Das haben die Mitarbeiter dieses Amtes nicht verdient. Und auch was die Erfolgsquote, und da wird vieles durcheinandergebracht, von Klagen gegen die Entscheidungen des Amtes angeht, sollten wir das noch mal richtigstellen. Die Erfolgsquote dieser Klagen bewegt sich im Moment bei 18%. Wenn man bedenkt, dass weniger als jeder zweite Bescheid überhaupt beklagt wird, dann sind nicht einmal 9% der Entscheidungen des Bundesamtes solche, die in irgendeiner Form abgeändert oder revidiert werden müssen. Auch das mal, um die Dinge sachlich klarzustellen und in einen vernünftigen Kontext zu bringen. Wir haben mittlerweile auch eine Situation, wo, wenn Sie als Asylbewerber jetzt neu in dieses Land kommen, in weniger als 3 Monaten einen Bescheid haben, nach weniger als 3 Monaten wissen wir jetzt, sind Sie asylberechtigt oder nicht. Auch das ist ein wichtiger Erfolg im Sinne aller Beteiligten. Und das sollte man auch mal positiv erwähnen, wenn wir heute über die Bilanz dieses Amtes sprechen. Was jetzt das weitere Prozedere angeht, ist der Familiennachzug schon angesprochen worden. Da haben wir einen Entwurf durchs Kabinett gebracht. Wir werden den jetzt im parlamentarischen Verfahren weiter diskutieren. Die Bedingungen sind aber sehr klar und der Entwurf hält sich auch eng an den Koalitionsvertrag. Was uns jetzt weiter wichtig ist, ist, dass wir auch vorwärtskommen mit der Einstufung weiterer sicherer Herkunftsstaaten, insbesondere mit den Maghreb-Staaten, Algerien, Marokko, Tunesien, aber auch mit Georgien. Es ist nicht hinnehmbar, dass offensichtlich viele Georgier die Visumsfreiheit missbrauchen, um in Deutschland ohne jede Erfolgsaussicht Asyl zu beantragen und hier Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und wir gleichzeitig feststellen, auch das will ich ganz offen sagen, dass die Georgier leider auch bei uns in der Kriminalstatistik eine relativ prominente Rolle spielen. Diese Dinge passen nicht zusammen. Da müssen wir zügig gegensteuern, und das erwarte ich von allen Beteiligten. Dann haben wir den Punkt Ankerzentren, die ja auch angesprochen wurden. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe die ganze Aufregung überhaupt nicht an diesem Punkt. Diese Ankerzentren, ich habe meinen Wahlkreis in Osnabrück, in Westniedersachsen. Wenn ich ein paar Meter weiterfahre, bin ich in den Niederlanden. In den Niederlanden gibt es diese Ankerzentren seit Jahren. Die machen da eine saubere Trennung. Die behalten auch die Antragsteller so lange in den Ankerzentren, bis die Verfahren entschieden sind. Alles das, worüber wir hier diskutieren, wird in den Niederlanden seit Jahren praktiziert. Wer im Übrigen vielleicht auch mal einen Hinweis, dem Sie den zuständigen niedersächsischen Landesminister geben können, der da jetzt Bedenken geäußert hat, ob er die Ankerzentren in Niedersachsen haben möchte, ja, der hat auch den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt. Umso bemerkenswerter ist, dass jetzt hier Bedenken angemeldet werden. Ich sage ganz offen, ich kann das überhaupt nicht verstehen, denn es ist offensichtlich, dass wenn die Behörden zusammengefasst sind, wenn die Beteiligten vor Ort sind, dass das zu einer deutlichen Beschleunigung der Verfahren, dass das zu mehr Effizienz führen kann, daran haben wir keinen Zweifel. Und da, das sage ich ganz ehrlich, würde ich von allen Beteiligten mehr Konsens in der Diskussion erwarten. Also, wir haben doch in allen anderen Lebensbereichen, halten wir uns am Ende daran, dass, wenn eine Sache rechtskräftig entschieden ist, wir haben ja Verfahren, Verwaltungsverfahren, Rechtsverfahren in mehreren Instanzen, wenn dann aber entschieden ist,
akzeptieren eigentlich wir alle, was am Ende dabei rausgekommen ist. Nur im Bereich Asyl ist es offensichtlich immer wieder eine Diskussion, dass wir das Ergebnis dieser Verfahren in vielen Fällen nicht akzeptieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fordere ich einfach mehr Konsens unter uns allen bei der Lösung dieser Probleme ein. Herzlichen Dank. Das Amt des innenpolitischen Sprechers innerhalb der Unionsfraktion hat gewechselt von der CSU zur CDU. Matthias Mittelberg, den wir eben gehört haben, ist der neue innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Für die AfD spricht jetzt Markus Bühl. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne und vor dem Bildschirm. Die Regierung hat einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Diesen gilt es in den nächsten Wochen zu beraten. Sicherlich gibt es in dem Entwurf gute Ansätze. Die AfD begrüßt ausdrücklich die Aufstockung und Neueinstellungen im Bereich innere Sicherheit bei den Sicherheitsbehörden. Aber den Ankündigungen müssen nun endlich Taten folgen. Es klingt erstmal gut, dass die Bundespolizei neue Kräfte bekommt. Jedoch gehört zur Wahrheit auch, dass diese Polizisten erst geworben und ausgebildet werden müssen, bevor sie der Bundespolizei zur Verfügung stehen. Gleichzeitig müssen sie mit Schutzordnung und moderner Ausrüstung ausgestattet werden. Und da bleibt noch eine ganze Menge zu tun. Vor allem die Einsatzkräfte unserer Bundespolizei leiden unter hoher Überstundenbelastung, mangelhafter Ausrüstung und wenig Raum für Aus- und Fortbildung. Hinter vorgehaltener Hand äußern Beamte, dass es hoffentlich zu keiner großen Einsatzlage kommt, welche die derzeitigen Defizite offenbaren würde. Wollen wir wirklich hoffen, dass es zu keiner solchen Lage kommt? Allerdings gilt es, für ein derartiges Szenario vorbereitet und einsatzfähig zu sein. Ob dafür die von der Bundeswehr ausgeliehenen 2300 Titanhelme und schweren Schutzwesten ausreichen, bleibt dahingestellt. Ich wage das zu bezweifeln. Haushaltsüberschüsse zu generieren und mangelnde Ausstattung bei unseren Sicherheitskräften, das geht für mich nicht zusammen. Die AfD fordert hier, die Prioritäten bei den Haushaltsausgaben richtig zu setzen. Das heißt für uns, unsere Sicherheitskräfte schon heute zu entlasten und nicht erst übermorgen. In den ersten Wochen der neuen Regierung wurde viel über Begriffe diskutiert. Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit, Heimat und welche Religion zu Deutschland gehört oder nicht. Definiert, wohin die Reise mit dem neuen Bereich Heimat gehen soll, haben Sie, Herr Innenminister Seehofer, bisher nur sehr unzureichend. Es ist auch nicht so ganz klar, ob die 98 neuen Beamten in diesem Bereich konkrete Aufgaben haben oder diese sich vielleicht erst selbst ausdenken müssen. Wichtig aus meiner Sicht ist zudem, dass unsere ländlichen Räume nicht vergessen und nicht weiter abgehängt werden. Wir hätten uns gewünscht, dass Heimat im Innenministerium als Heimatschutz verstanden wird. Aber vielleicht, Herr Seehofer, schließen Sie sich ja irgendwann heimlich unserer Position an und definieren Heimatschutz als Ihre Priorität. Und vielleicht gibt es dafür dann auch einen neuhochdeutschen Masterplan. Ein großer Anteil im Haushaltsentwurf umfasst das Dauerthema Integration und Migration. Wie wir das schaffen, schlägt sich vor allem in den Zahlen nieder. 2018 werden im Vergleich zum Vorjahr dafür 232 Millionen Euro mehr aufgewendet. Nun heißt mehr nicht unbedingt mehr wert. Es gibt in diesem Hohen Haus bei diesem Thema sehr unterschiedliche Auffassungen. Gestatten Sie mir anhand eines Beispiels aufzuzeigen, wo wir Missstände abwenden müssen. 2018 sollen die Mittel für Integrationskurse auf 765 Millionen Euro anwachsen. 1.730 unterschiedliche Träger führen diese Integrations- und Sprachkurse durch. Die Kurse sind zu einem enormen Beschäftigungs- und Geschäftsmodell geworden und werden von den Befürwortern der Politik der offenen Grenzen vehement verteidigt und deren Kritiker verhöhnt. Bei den Kursen fließt nur dann Geld an die Bildungsträger, wenn die Teilnehmer anwesend sind und das mit ihrer Unterschrift auch dokumentiert haben. Es bedarf keines Hellsehers, um zu erkennen, dass ein solches Konstrukt zum Betrug einlädt. Zum Beispiel Unterschriften nachträglich zu leisten oder zu beginnen und dann nicht am Unterricht teilzunehmen. Beim kritischen Hinterfragen stellt sich dann auch heraus, dass viele Teilnehmer diese Stunden schwänzen. Und auch die düsteren Ergebnisse der Tests und Abschlussprüfungen belegen diese Missstände. Die Bildungsträger, die ihre Teilnehmerlisten ordentlich führen, erleiden einen finanziellen Verlust. Aber den eigentlichen finanziellen Schaden erleiden unsere Steuerzahler.
die die 765 Millionen Euro hart erwirtschaftet haben. Die Praxis muss sich dahingehend ändern, dass alle Bildungsträger ihre Teilnehmerzahlen ehrlich abrechnen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, ist hier aufgefordert, die wissentliche Verschwendung von Steuergeld durch wirksame Kontrollen und Sanktionen zu bekämpfen. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass wir als AfD die Modernisierung unserer Sicherheitsstruktur ausdrücklich unterstützen. Der wachsenden Bedrohungslage in unserem Land muss eine starke, moderne und gut ausgebildete Polizei gegenüberstehen. Sicherheit und das Gefühl, in unserem Land sicher zu sein, muss erklärtes Ziel aller politischen Akteure sein. Die Menschen erwarten von uns, dass wir ihnen mit Heimat nicht nur einen Begriff ins Schaufenster stellen, sondern Heimatschutz ernst meinen und alle notwendigen Maßnahmen dafür aktiv vorantreiben. Die AfD bietet hierfür ausdrücklich ihre Zusammenarbeit an. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Burkhard Lischka, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, rechts von mir sitzt er, der reichste Bundesinnenminister aller Zeiten. Fast 14 Milliarden Euro ist er schwer. Das ist eine tolle Sache. Damit kann man viele vernünftige Dinge tun, Polizei auf die Straßen schicken, die Polizisten modern ausstatten, Einbruchskriminalität bekämpfen, Asylverfahren beschleunigen und vieles andere mehr machen. Man kann aber auch, wie das manchmal so ist, auch bei Menschen, die Geld haben, auf der Nase landen, so wie ein überraschter Lottospieler, der auf einmal 6 Richtige hat, aber keine richtige Idee hat, was er denn mit dem ganzen Geld machen soll, keinen so richtigen Plan hat. Warum sage ich das jetzt? Ich will mal ein Beispiel nennen, Herr Seehofer, das Sie selber genannt haben. Das sind die Ankerzentren. Sie haben ja eigentlich vorgestellt, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Das wissen wir Sozialdemokraten, da stehen wir übrigens auch zu, das ist alles richtig und notwendig. Es kann ja nicht jemand etwas dagegen haben, dass über Asylverfahren zügig entschieden wird und vielleicht auch etwas ambitionierter als der Kollege Mittelberg das mit 3 Monaten genannt hat. Man kann sich auch als Zielmarke mal 3 Wochen zum Beispiel setzen. Alles richtig. Nur was mich ein bisschen überrascht hat, Herr Seehofer, ist, dass Sie dann gesagt haben, unter Hinweis auf den Koalitionsvertrag, es ist alles geregelt. Dann stelle ich mir schon die Frage, warum kündigt eigentlich Ihr Haus seit Wochen jetzt ein Eckpunktepapier zu den Ankerzentren an? Da ist bisher nichts gekommen. Sie sprechen seit Wochen über einen Masterplan in Sachen Asyl. Den hat aber auch noch niemand bisher gesehen. Und das geht ja nicht nur uns Sozialdemokraten übrigens so. Das monieren auch andere. Ihr Parteifreund, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, hat Sie ja öffentlich vor wenigen Tagen auch aufgefordert, nun endlich mal in die Pötte zu kommen und Ihren ganzen Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen. Wann, wo und wie viele Ankerzentren soll es denn nun geben? Wo soll das Personal herkommen? Und wie können denn konkret auch Verfahren und Rückführungen beschleunigt werden? Und ja, auch wir Sozialdemokraten haben diese Fragen und warten auf Antworten. Und da habe ich leider nichts Konkretes in Ihrer Rede heute gehört, Herr Seehofer. Und einmal sind Sie allerdings konkret geworden. Das ist vor ein paar Tagen gewesen über die Medien. Da haben Sie vorgeschlagen, dass die Bundespolizei diese Ankerzentren betreiben soll. Ich sage Ihnen ganz offen, ich persönlich halte das nicht für einen guten Vorschlag. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Wir haben in der Großen Koalition, übrigens vor Ihrer Zeit, nämlich in der letzten Legislaturperiode, damit begonnen, Tausende neuer Stellen bei der Bundespolizei zu schaffen. Damit die Präsenz zeigen, damit die unsere Straßen und Plätze sicherer machen, damit die Alltagskriminalität bekämpfen, damit die sich um unsere Grenzen kümmern. Und zwar in einer Zeit, Herr Seehofer, wo manches Bundespolizeirevier hier in Deutschland nur mit halber Mannschaftsstärke arbeitet und die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei Millionen Überstunden vor sich herschieben. Diese neuen Polizisten, Herr Seehofer, gehören auf die Straßen von Brunsbüttel bis nach Konstanz, von Emden bis nach Zittau und nicht an die Essensausgabe oder in die Verwaltungsstuben von irgendwelchen Einrichtungen, für die es nicht einmal ein Konzept gibt. Wer das ernsthaft will,
Der stärkt nicht die innere Sicherheit, sondern der schwächt sie, weil diese Polizisten fehlen. Also, Herr Seehofer, machen Sie etwas Sinnvolles mit dem vielen Geld und diesen vielen neuen Stellen. Das gilt übrigens auch für die weiteren Bereiche, für die Sie verantwortlich sind, nämlich Bau und Heimat, wo Ihnen über 4 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Apropos Heimat, also nachdem nun in den letzten Wochen wirklich alle Witze gerissen wurden über Lederhosen und Maßkrüge und Heimatmuseen, würde ich auch da vorschlagen, dass man sich mal ganz konkret um dieses Thema Heimat kümmert. Denn da liegt tatsächlich manches im Argen. Gerade im ländlichen Raum, geschlossene Kindergärten und Schulen, kein Arzt, kein Bäcker, kein Bus mehr, kaum Internet. In meiner Heimat, in Sachsen-Anhalt, liegt ein solcher Ort, der heißt Schraplau. Der hat etwa 1000 Einwohner. Und da haben in den letzten Jahren nach und nach erst der Zahnarzt, dann der Blumenladen, dann der letzte Lebensmittelhändler dicht gemacht. Folge war, im vergangenen Jahr bei der Bundestagswahl ist in Schraplau nicht mal mehr jeder Zweite zur Wahl gegangen. Die Wahlbeteiligung lag bei katastrophalen 48,9%. Warum auch, sagt ein Rentner aus Schraplau einem Journalisten, hier geht nichts mehr. Die Kinder sind drüben, die kommen eh nicht wieder, was willst du hier? Hier ist keine Arbeit und kein Geld. Ein Ort, wie es scheint, von Abgängen, wo nicht mal mehr jeder Zweite der Politik irgendetwas zutraut und deshalb Menschen überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen. Das ist brandgefährlich für eine Demokratie. Und um diese Orte, Herr Seehofer, müssen Sie sich jetzt kümmern als Bundesheimatminister. Schaffen Sie in Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien Förderanreize für Handwerker, für kleine Unternehmen. Fördern Sie den öffentlichen Nahverkehr. Unterstützen Sie mobile Arztpraxen im Breitbandausbau. Und greifen Sie vor allen Dingen den vielen, vielen Ehrenamtlern, gerade im ländlichen Raum, in den Heimatvereinen, in den Sportvereinen, bei den Feuerwehren, beim THW unter die Arme. Setzen Sie so mit Anreize für ein Leben auf dem Dorf. Machen Sie Lust für ein Leben auf dem Land. Das wäre übrigens, sage ich Ihnen auch, ein wichtiger Beitrag gegen den Mietenwahnsinn in unseren Großstädten. Wenn schon Heimatminister, dann richtig, Herr Seehofer. Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hat in seinem Beitrag fortgesetzt, was sich gestern angedeutet hat. Auch die Koalition diskutiert miteinander und nickt nicht mehr einfach alles ab, was der Koalitionspartner plant. Konstantin Kuhle ist der nächste Redner, Sprecher für Innenpolitik der FDP-Fraktion. Es geht um Grenzziehungen, um Orientierungen. Es geht darum, den Raum der Zusammengehörigkeit gemeinsam zu definieren. So schreiben Sie, sehr verehrter Herr Bundesminister Seehofer, in Ihrem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. April 2018 über Ihre sogenannte heimatbezogene Innenpolitik. Reden wir also über Orientierung und reden wir über Grenzziehung. Und wer im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern in diesen Tagen auf der Suche nach Orientierung ist, der wird nicht fündig. Oder um es mit den Worten des ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière zu sagen, das deutsche Innenministerium ist heute schon extrem groß. Wir sprechen über ein Haus, das neben der öffentlichen Sicherheit, neben der IT-Infrastruktur, neben der IT-Sicherheit, öffentlichem Dienst, Sport, Staatsrecht, gesellschaftlichem Zusammenhalt nun auch noch für Heimat und für Bauen zuständig ist. Oder um es mit den Worten von Thomas de Maizière zu sagen, ich jedenfalls hätte mir die Breite dieses Ressorts, wie die CSU sie anstrebt, nicht zugetraut. Und genauso fehlt es ja dann beim näheren Blick in den Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums an Orientierung. Seit der Hochphase der Flüchtlingskrise fehlt es am Personal im BAMF. Wir haben erlebt, dass eine leitende Mitarbeiterin der Bremer Außenstelle über 1000 Asylanträge bewilligt hat, obwohl kein Rechtsgrund dafür bestand, darunter möglicherweise auch von Menschen, die eine terroristische Gefahr darstellen. Und angesichts dieses Skandals muss doch die Aufklärung im BAMF die höchste politische Priorität der Bundesregierung haben. Und stattdessen hat die Bundeskanzlerin gestern hier an dieser Stelle ausgeführt, die Hausleitung des BMI habe erst Anfang 2018 davon erfahren, obwohl dieses Haus längst weiß, dass die ersten anonymen Hinweise bereits im Frühjahr 2016 ergingen. Und meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin hat an dieser Stelle ebenso gesagt, man solle den Herrn
Bundesinnenminister nicht nach weniger als 100 Tagen so schlecht bewerten und so unfair behandeln. Meine Damen und Herren, die CSU und die CDU stellen seit über 12 Jahren das Bundesinnenministerium. Und sie sind offenbar nicht in der Lage, den Konflikt und die Unsicherheit im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu befrieden. Sehr verehrter Herr Bundesminister Seehofer, Sie haben ja hier beschrieben, dass es eine Überprüfung geben soll durch den Bundesrechnungshof. Diese Überprüfung ist seit Monaten, seit Wochen angekündigt. Und noch nach der Ankündigung dieser Überprüfung hat der ehemalige Chef des BAMF ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Sie sind offensichtlich nicht in der Lage, das BAMF zu befrieden, sondern sorgen für mehr Unsicherheit und mehr Verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAMF. Und das muss sich nach einer 12-jährigen Amtszeit der CDU und der CSU an der Spitze des BAMF deutlich ändern, meine Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich dem Kollegen Lischka für diese großartige Oppositionsrede von dieser Stelle aus danken. Denn er hat in bemerkenswerter Weise uns allen vor Augen geführt, wie groß der Konflikt und wie groß der Unterschied zwischen CDU, CSU auf der einen Seite und der SPD auf der anderen Seite bei der Einrichtung der Ankerzentren ist. Es ist eine gute Idee mit den Ankerzentren, aber es herrscht offenbar ein offener Konflikt zwischen dem Bundesinnenministerium und der Bundespolizei, zwischen der Bundesebene und den Ländern, zwischen Herrn Mittelberg und Herrn Pistorius, sodass hier die Absprache-Schwierigkeiten in der niedersächsischen Landeskoalition jetzt im Deutschen Bundestag gelöst werden sollen. Das kann ja nicht Ihr Ernst sein, Herr Dr. Mittelberg. Und wir erleben, dass Herr Lischka hier offensichtlich die Unklarheiten aus dem Koalitionsvertrag im Plenum des Deutschen Bundestages klären möchte. Sorgen Sie dafür, dass hier Einigkeit besteht und berufen Sie noch vor der Sommerpause einen nationalen Migrationsgipfel ein mit den Kommunen, mit den Ländern, um ein für alle Mal zu klären, wie diese Ankerzentren organisiert werden sollen, meine Damen und Herren. Und es ist ja offenkundig nach Ihrem Gastbeitrag in der FAZ Ihnen nicht nur an Orientierung gelegen, sondern auch an Grenzziehung. Und so formuliert ja das Grundgesetz neben dem Auftrag für Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Deswegen begrüßen wir ausdrücklich den schnellen Aufwuchs bei der Bundespolizei, begrüßen ausdrücklich den Mittelaufwuchs für die innere Sicherheit, aber das Grundgesetz ist formuliert eben auch Grenzen für Handlungen des Staates. Und diese Grenzen, sie befinden sich in den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürgern. Und da gibt es etwas, das werden die Vertreterinnen und Vertreter von CDU und CSU niemals verstehen. Zu diesen Grundrechten, da gehört auch die informationelle Selbstbestimmung und es gehört auch die Privatsphäre dazu. Und das, was Sie in Bayern machen mit dem Polizeiaufgabengesetz, es hat doch bundespolitische Relevanz, weil zu befürchten steht, dass dieses Polizeiaufgabengesetz zum Musterbeispiel wird für ein Musterpolizeigesetz. Und diese Arroganz, diese Überheblichkeit, mit der gegen Menschen Stimmung gemacht wird, die für ihre Bürgerrechte auf die Straße gehen, das wird ihnen noch auf die Füße fallen. Und deswegen ist die wahre drohende Gefahr doch die absolute Mehrheit der CSU in Bayern. Und meine Damen und Herren, es wird dann immer gesagt, ich hab doch nichts zu verbergen. Wer nichts zu verbergen hat, der hat ein verdammt trauriges Leben. Diese offene Gesellschaft, sie lebt auch davon, dass Menschen einen Ort des Rückzugs, einen Ort der Privatsphäre und einen Ort haben, in dem sie für sich und alleine sein können. Und das muss auch auf Bundesebene wieder stärker berücksichtigt werden. Vielen herzlichen Dank. Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, unter anderem auch zum Thema Ankerzentren und dem Disput, den es da gibt zwischen Union und SPD. Und wir können eine relativ aktuelle Meldung dazu noch ergänzen, denn die Freie Presse Chemnitz meldet, dass auch das Bundesland Sachsen sich jetzt an diesem Pilotversuch nicht beteiligen will. André Hahn ist der nächste Redner, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion. Nicht aufgestockt, sondern teilweise sogar noch gekürzt. Und dort, wo es in den letzten Jahren bereits massive und teils heftig umstrittene Mittelerhöhungen gab, wie bei den Geheimdiensten, soll noch mehr Geld hineingepumpt werden. Wir als Linke halten das eindeutig für den falschen Weg. Wer aber wissen will, welchen Kurs der neue Minister einschlagen will, der muss nur nach Bayern schauen, wo Horst Seehofer bis vor kurzem Ministerpräsident war. Dort wurde, es ist bereits mehrfach angesprochen, gerade ein neues Polizeigesetz beschlossen, das nahezu alles aushebelt, was bislang Grundkonsens in diesem Land war, und einschlägige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts komplett ignoriert. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung hat das auf den Punkt gebracht. Zitat: Das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz ist das schärfste, umfassendste, grundrechtsfressende Polizeigesetz der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Ende des Zitats. Eine imaginäre drohende Gefahr ohne konkreten Anfangsverdacht
soll für die Polizei künftig ausreichen, um Grundrechte auszuhebeln, Telefone abzuhören, Post zu öffnen, Computer auszuspähen. Schlimmer noch, Menschen, die bislang gar nichts getan haben, können ohne jede richterliche Beteiligung für 3 Monate quasi vorsorglich weggesperrt werden. Wo sind wir eigentlich hingekommen? Und wenn der Bayer Horst Seehofer jetzt ein Musterpolizeigesetz für ganz Deutschland ankündigt, dann kann jedem Demokraten nur Angst und Bange werden. Wir brauchen auch nicht immer mehr zusätzliches Personal bei der Polizei und den Geheimdiensten, zumal hunderte bereits bewilligte Stellen nach wie vor unbesetzt sind. Eine Stärkung des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik zum Schutz von Bürgern und Wirtschaft ist richtig. Mehr Geld für den Verfassungsschutz brauchen wir jedoch ganz sicher nicht. Und das gilt auch für die Pläne des Bundesnachrichtendienstes, für mehr als 500 Millionen Euro eigene Überwachungssatelliten ins Weltall zu schicken. Was für eine gigantische Geldverschwendung, der Die Linke niemals zustimmen wird. Dabei gäbe es andere Felder, wo die kleine GroKo Akzente setzen könnte. Wo aber sind die spürbaren Aufstockungen für die Integration von Geflüchteten in den Kommunen jenseits der Sprachkurse? Wo beim Katastrophenschutz, bei den Feuerwehren, beim Technischen Hilfswerk? Wo bleibt die deutliche Anhebung beim sozialen Wohnungsbau oder eben auch beim Sport? Nicht zuletzt hier hätte man Zeichen setzen können. Was haben wir stattdessen? Die ohnehin umstrittene Spitzensportreform steht vor dem Aus. Die Frankfurter Erklärung des Deutschen Olympischen Sportbundes vom 9. Mai ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung, denn eines dürfte doch wohl klar sein. Ohne finanzielle Untersetzung wird die angestrebte Leistungssportreform definitiv scheitern. Deshalb muss die Bundesregierung das schon für Anfang 2017 angekündigte Finanzkonzept endlich auf den Tisch legen. Und dazu gehören klare Aussagen zur Verbesserung der Situation der Trainerinnen und Trainer ebenso wie die Absicherung der dualen Karriere für die Spitzensportler und auch ein eigenes Budget für eine wirklich unabhängige Athletenvertretung. Und natürlich ist es höchste Zeit, die bisherigen Benachteiligungen des paralympischen Sports endlich zu beenden und die Mittel für den Behindertensportverband deutlich anzuheben. Das werden wir mit Sicherheit unterstützen. Fazit aber, wir als Linke setzen eindeutig andere Prioritäten als Union und SPD. Wir brauchen in unserem Land ganz sicher nicht mehr Geld für Geheimdienste, sogenannte Ankerzentren und polizeiliche Aufrüstung, sondern ausreichend Mittel für Bildung, Prävention und sozialen Ausgleich. Der vorliegende Etatentwurf leistet dazu leider keinen Beitrag. Herzlichen Dank. André Hahn, der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. Und es geht gleich weiter auf dieser Ebene, denn jetzt kommt Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja irgendwie Bergfest an diesem Donnerstagmorgen in dieser Haushaltswoche, der erste relevante Aufschlag in der 19. Wahlperiode. Und ich darf das der Großen Koalition mal sagen, nach Scholz, Merkel und Seehofer, es ist ein sehr müder und ein sehr träger und ein sehr uninspirierender Aufschlag und er lässt einen doch etwas verzweifelt zurück. Man hat das Gefühl, diese Große Koalition ist am Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat, meine Damen und Herren. Herr Seehofer, Sie hätten super erste Monate haben können in diesem tollen neuen Amt, das Sie haben. Deutschland ist sicherer geworden, das sagt die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Es gibt tausende positive Beispiele, Frau von Storch, auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen, dass Integration gelingen kann. Das tut sie an vielen Orten, wegen der überragenden Arbeit von Tausenden, Hunderttausenden von Haupt- und Ehrenamtlichen. Sie könnten durchs Land reisen und ganz konstruktiv daran arbeiten, wie Integration gelingt. Das tun Sie aber nicht. Stattdessen versinken Sie im Chaos des BAMF, ein Chaos, für das niemand anders verantwortlich ist als CDU und CSU. Und stattdessen hängen Ihnen die destruktiven Sätze von der Herrschaft des Unrechts und dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, wie Mühlsteine um den Hals. Und deswegen ist der Umstand, dass Sie eine maximal bescheidene Zeit bisher in Ihrem Ministerium hatten, Herr Seehofer, das liegt an Ihnen selbst und an Ihrem Umgang mit diesem Amt. Wie man sich bettet, so liegt man.
Die massiven Probleme beim BAMF sind alles andere als neu. Wir haben hier im Plenum und im Innenausschuss x-mal angemahnt, diese offenkundigen Probleme abzustellen, die systematischen Mängel, von denen jetzt die Rede ist. Statt das zu machen, haben Sie die Behörde pauschal über den grünen Klee gelobt und Ihre Fraktion gleichzeitig von der eigenen Verantwortung ablenkend von einer Anti-Abschiebeindustrie fantasiert und mal eben die Grundsätze unseres Rechtsstaats infrage gestellt. Das ist absolut inakzeptabel. Und das tut, es ist hier eben schon mehrfach gesagt worden, eben auch das CSU-Polizeiaufgabengesetz. Und da sage ich Ihnen mal eines zu. Wer, wenn rechtsextrem angehauchte Pegida-Demos, Herr Dobrindt, wie Sie, immer Verständnis und Dialog irgendwie atmen gegenüber diesen Menschen? Und dann gehen Zehntausende von Bürgerinnen und Bürgern in Bayern auf die Straße für unser Grundgesetz und die diffamieren Sie pauschal. Dann haben Sie Maß und Mitte verloren. Und um mal was Positives anzusprechen, 7.500 neue Stellen für die Polizei. Liebesgrüße aus Jamaika. Aber was machen Sie draus? Der Kollege Hahn hat es eben angesprochen. Diese Stellenerhöhungen, die dringend erforderlich sind bei der Polizei, die kommen jetzt eben vielen Behörden zugute, auch den Nachrichtendiensten, die so viele Stellen genehmigt bekommen haben die letzten Jahre, dass sie gar nicht nachkommen, einzustellen. Und deswegen ist es eben so, Sie reden ja vom Respekt gegenüber der Polizei. Respektieren Sie mal die Polizei und hören Sie auf die Bundespolizei, die Ihre Ankerzentren massiv kritisiert. Das wäre Respekt vor der Polizei. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja auch ein Thema in diesen Tagen. Und in der größten Not der Snowden-Veröffentlichung 2013, als die Hütte Lichterloh brannte, hat sich ja die Kanzlerin als große Verfechterin der Datenschutzverordnung geoutet. Dann hat das BMI jahrelang ein sehr doppelbödiges Spiel gespielt bei den Verhandlungen in Brüssel und jetzt ist sie da und nun chaotisiert Frau Merkel die ganze Sache in den letzten Tagen mit höchst widersprüchlichen Aussagen. Und anstatt die Sorgen der Menschen und Unternehmen in diesem Bereich endlich ernst zu nehmen und sich um die Umsetzung zu kümmern, kommt von Ihnen auch heute kein einziges Wort zu dieser relevanten Frage. Sie sind der zuständige Minister, Herr Seehofer. Im Haushalt gibt es kein Wort zu einer angemessenen Aufstockung der Aufsichtsstrukturen, die aber dringend nötig wären, wegen der Datenschutzgrundverordnung, aber auch wegen der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Und es gibt null Stellen, original null Stellen für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Und da kann ich nur sagen, der Grundrechts- und der Datenschutz, der liegt bei Ihnen in schlechten Händen und das seit 12 Jahren, meine Damen und Herren. Ein weiterer Bereich ist der Stillstand bei der IT-Sicherheit, E-Government, Open Data, alles nichts zu erkennen, was da gemacht werden soll. Wir reden über die Manipulation von Wahlen mit Daten. Man guckt nach Amerika. Es gibt vieles, was dafür spricht, dass Trump durch Datenmanipulation an die Macht gekommen ist. Auch beim Brexit gibt es das. Es gibt Fragen bei der deutschen Bundestagswahl. Kein einziges Wort von Ihnen zu diesem Bereich. Und das sind relevante Sicherheitsfragen. Und insofern, Herr Minister, muss ich Ihnen sagen, Sie lassen die ganz relevanten Fragen liegen. Und die Antworten, die dieser Haushalt bisher gibt auf diese Fragen in der Innenpolitik, sind einfach nicht ausreichend. Es ist ein Haushalt ohne Zukunft. Und wenn sich nichts Relevantes ändert in den Beratungen, dann werden wir ihm nicht zustimmen. Ganz herzlichen Dank. Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion, in der Debatte über den Etat des Bundesministern des Innern für Bau und für Heimat. Der nächste Redner ist zurzeit Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Breitscheidplatz, der Innenpolitiker Armin Schuster aus der Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nie hat sich Gesellschaft so rasant entwickelt wie in den 12 Jahren, Herr Kuhle, in denen wir regieren. Was heißt das? Nie war es notwendig, dass in diesem Land so rasant sich die Innenpolitik auf neue Sicherheitslagen einstellen musste, so rasant neue Sicherheitslagen mit Politik beantworten musste, Behörden fit machen musste. Und jetzt sage ich Ihnen was, wer hat das hier gesagt? Maß und Mitte haben wir nicht verloren. Das hat diese Fraktion erfunden. Seit 12 Jahren regieren wir dieses Land. Ja,
mit einem wunderbaren Maßstab, wie man Freiheit und Sicherheit in unterschiedlichsten Lagen in eine Balance bekommt. Deswegen freue ich mich, wenn der Innenminister das Musterpolizeigesetz entwickelt. Mit unserer Richtschnur des Handelns bleibt dieses Land ein wehrhafter Rechtsstaat, egal was die Täter sich einfallen lassen. Wir werden darauf reagieren. Und dafür spricht dieser Haushalt Bände. Er spricht es wie die Bände der letzten Jahre. Die Union hat jetzt im 9. Jahr hintereinander eine Epoche für die Haushalte der inneren Sicherheit über diese gesetzgeberische Rampe gezogen. Darauf sind die Innen- und die Haushaltspolitiker der Union unglaublich stolz. Und das sagen auch die Präsidenten aller Bundessicherheitsbehörden. Das muss uns hier niemand schlechtreden. Herr Lischka, schon die FDP hat ganz schlechte Erfahrungen damit gesammelt, in einer Regierung zu opponieren. Ganz schlechte Erfahrungen. Sie haben ganz schlechte Erfahrungen damit gesammelt, in einer Wahlkampfphase zu opponieren. Ich finde die GroKo nach wie vor besser als ihr Ruf. Deswegen habe ich die Größe, mich bei Herrn Gerster zu bedanken, wie auch jetzt bei Herrn Gröhler. Mit Ihnen zusammen möchten wir diesen Haushalt noch etwas besser machen an der ein oder anderen Stelle. Aber der Grund, das Grundfundament ist eine hervorragende Leistung der Großen Koalition für einen Rechtsstaat, für einen wehrhaften Rechtsstaat. Und ich darf Ihnen ganz sicher sagen, diese strategische Leitlinie, die die Union da hat, werden wir zum Glück von Deutschland noch ein paar Jahre verwirklichen. Und, meine Damen und Herren, was wäre denn, wenn die Linken hier regieren würden in der Innenpolitik? Die Kriminellen wären froh. Was wäre denn, wenn die FDP hier Innenpolitik machen würde? Die wüssten selbst noch nicht, ob sie froh sind. Und was wäre, wenn die AfD hier Innenpolitik machen würde? Ihnen würden es Ihre Wähler nicht einmal zutrauen. Nehmen Sie sich bitte nicht wichtiger, als Ihre Wähler sich nehmen. Wissen Sie, die hätten gerne eine Radaubude hier in diesem Saal gewählt, aber nicht, dass Sie regieren. Ich habe Respekt vor Ihren Wählern, nicht vor Ihnen. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, und lassen Sie mich, ich sage es jetzt ganz bewusst, zwei Stiefkinder noch ansprechen, die in vielen Haushalten etwas durchgefallen sind. Da appelliere ich auch an unsere Haushälter. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und das Bundesverwaltungsamt werden stark unter Wert vom Image hier gefahren. Und für die möchte ich mich jetzt mal stark machen. Nicht für die ganzen Bundessicherheitsbehörden kommen hervorragend weg, und wir werden das noch verbessern. Aber im Katastrophenschutz möchte ich, dass der Bund vorangeht vor den Ländern. Deswegen möchte ich auch den Hilfsorganisationen wie DRK helfen. Die Bundesvorhaltung muss gestärkt werden. Das Bundesverwaltungsamt braucht 60 Dienstposten, wenn wir da Familiennachzug machen. Und die müssen wir jetzt auch bezahlen. Wenn die Behörde das tun soll, müssen wir es bezahlen. Ein Wort noch zum BAMF, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schuster, einen Moment. Ja, Ihre Fraktion hat ein bisschen mit der Redezeit Probleme, und deswegen bitte ich Sie jetzt zum Schluss zu kommen, sonst muss ich den nächsten Redner abzusehen. Herr Präsident, ich warte verzweifelt auf die AfD. In meinem Manuskript ist immerhin eine unsinnige Zwischenfrage von denen vorgesehen. Ja, es hilft aber nichts. Sie reden jetzt auf die Redezeiten Ihres Kollegen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Eine Bitte habe ich noch an die eigene Fraktion. Lasst uns aus dieser hervorragenden Innenpolitik eine nationale Sicherheitsstrategie machen. Ich glaube, dass dieses Land so etwas braucht. Ich glaube, dass nur wir es können, sonst sowieso niemand. Es ist unsere Regierungszeit. Herzlichen Dank. Lebensqualität und Sicherheit bei uns in besten Händen. Sagt Armin Schuster, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Breitscheidplatz, der hier thematisch natürlich etwas umfassender argumentiert hat in der Debatte über den Etat des Innenministeriums. Der nächste Redner ist Bernhard Dahldrup aus der SPD-Fraktion, Sprecher für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Ein paar andere Aspekte als nur auf das Thema innere Sicherheit einzugehen. Denn Städte sind steingewordene Gesellschaftspolitik aus ihren Grundrissen. Aus ihren Strukturen kann man Wertordnungen ablesen. Möglicherweise kennt der eine oder andere diesen Satz von Hans-Jochen Vogel. Er hat 1971 dies gesagt, und das ist heute noch so gültig. Stadtentwicklung
Kommunalpolitik erschöpft sich eben nicht in Kubikmeter umbauten Raums. Städte sind der Mikrokosmos, in dem sich wie in einem Brennglas gesellschaftliche Veränderungen zeigen. Und die Kernprobleme von damals sind immer auch noch heute unsere. Verkehrsinfarkt, Schwäche des Nahverkehrs, Wohnungsversorgung, explodierende Mieten, Grundstücksspekulation. Heute kommen neue Aspekte dazu, Digitalisierung, auseinanderfallende Lebensbedingungen zwischen prosperierenden und altindustriellen Regionen, gegensätzliche Milieus in den Städten von Hipstern bis vermeintlichen Hinterwäldlern, Bevölkerungswachstum in großen Städten, Entleerungsräume in strukturschwachen Räumen und nicht zuletzt eine bunte Gesellschaft, sozial, ethnisch und kulturell verschieden. Der Raumordnungsbericht ist voll solcher Beispiele, und zwar ganz frei von Hetze und Hass. Wir müssen diesen Sachverhalten Rechnung tragen, und ich bin sehr froh, dass sich diese große Koalition systematisch und mit konkreten Fragestellungen um die Zukunft der Kommunen kümmert. Und ich will damit auch sagen, wir stehen an der Seite der Kommunen. Und dafür ein paar Beispiele. Ich bin sehr froh, dass wir wieder einen Ausschuss für kommunalpolitische Fragen im Deutschen Bundestag haben, damit wir endlich die Herausforderungen von Kommunen in Zusammenhängen diskutieren können. Mit dem Programmsatz der Koalitionsvereinbarung "Wer bestellt, bezahlt" ist ein Meilenstein aus Bundessicht jedenfalls gegenüber den Kommunen formuliert worden. Wir stellen uns unserer Verantwortung. Ich bin sehr froh darüber, dass wir eine Kommission gebildet haben, die grundlegende Fragen gleichwertiger Lebensverhältnisse thematisiert, unter anderem auch die drückenden kommunalen Altschulden. Es geht hier um ganz Handfestes. Um die Frage, wie Menschen eine bezahlbare Wohnung finden, wie sie einen guten öffentlichen Nahverkehr nutzen können, wie sie gute Schulen und Kitas finden. Damit wir das zeitnah machen können, wollen wir das Grundgesetz ändern. Wir schaffen das Kooperationsverbot ab, damit der Bund den Kommunen bei der Bildung schnell und zeitnah helfen kann. Wir verdreifachen die Mittel für den Nahverkehr auf 1 Milliarde jährlich. Und schließlich wollen wir, dass das Geld für den sozialen Wohnungsbau genau dafür auch eingesetzt wird. 2 Milliarden geben wir obendrauf. Hätten die Länder übrigens immer ihrer Verantwortung auch entsprochen, aus den Verflechtungsmitteln hätten wir möglicherweise 100.000 bis 200.000 Sozialwohnungen heute mehr. Wer das kritisiert, kann gerne bei den entsprechenden Landesregierungen nachfragen, egal ob es im schwarz-grünen Hessen oder im grün-schwarzen Baden-Württemberg oder sonst wo ist. Wäre also gut, wenn uns das gelänge, gemeinsam das Grundgesetz zu ändern, um dem Rechnung zu tragen. Unsere Maßnahmen zielen auf die Lebensqualität in den Städten und Dörfern. Wir wollen Ortskerne auch in ländlichen Regionen revitalisieren. Wir wollen auch dort Baulücken schließen. Und wie notwendig es ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, hat Herr Lischka ja eben nicht als Opposition, sondern als Anreicherung, glaube ich, ganz gut deutlich gemacht und auf die Notwendigkeit hingewiesen. Über viele Jahre war die Sicherung und Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum kein Thema. Seit einigen Jahren ist es das, und heute ist es die zentrale soziale Frage. Wir reagieren darauf mit einer Wohnrauminitiative. Wir schaffen 1,5 Millionen neue Wohnungen bzw. die Voraussetzungen dazu. Wir investieren 2 Milliarden mehr in Sozialwohnungen. Wir wollen Baulandmobilisierung verbessern, der Bodenspekulation steuerlich entgegenwirken. Und Herr Ruppert, wenn Sie gerne möchten, dann können Sie die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen, so wie Sie es versprochen haben, auch wirklich senken. Wir machen es jedenfalls nur dann, wenn auch große Immobilienunternehmen sich der Grunderwerbsteuer nicht durch Vertragsgestaltungen entziehen, durch beispielsweise Share-Deals. Zur Baulandmobilisierung gehört auch, dass die bundeseigenen Grundstücke den Kommunen von der Bundesimmobilienanstalt kostengünstig und nicht zu Höchstpreisen überlassen bleiben. Es gehört auch dazu, dass bereits aufgegebene Kasernenstandorte jetzt möglicherweise doch nicht dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Herr Minister, ich hätte die Bitte, dass Sie sozusagen kollegial im Kabinett hier für Klarheit sorgen. Mit dem Baukindergeld unterstützen wir junge Familien. Wir wollen fördern, aber wir wollen keine Fehlanreize geben. Darauf werden wir sicherlich achten müssen. Wir fördern den privaten Wohnungsbau mit einer steuerlichen Förderung, wohlgemerkt nicht irgendwie, sondern im bezahlbaren Mietpreissegment. In Verbindung mit Städtebauförderung und Dorferneuerung wirken die Maßnahmen ebenso in ländlichen Räumen wie auch in Ballungsgebieten Zusammenhänge. Sie entlasten damit auch die Wohnungsmärkte in städtischen Zentren. Und das ist, glaube ich, wichtig. Um dort die Mietenspirale zu bremsen, werden wir die Umlage von Modernisierungskosten begrenzen, die Mietpreisbremse verschärfen, eine Kappungsgrenze nach Modernisierungen einführen. Wir wollen Mieter nicht aus ihrem Zuhause heraus modernisieren. Und ich bin dem Kollegen
Gerster sehr dankbar, dass er auf die Notwendigkeit der Anpassung des Wohngeldes hingewiesen hat. Aus Gründen gleichwertiger Lebensverhältnisse ist ein bundesweites Glasfasernetz nötig. Und ich freue mich sehr darüber, dass das Kabinett beschlossen hat, dass der Bund zusätzlich 2,4 Milliarden zur Förderung des Breitbandausbaus jetzt zur Verfügung stellen wird, weil die jüngsten Ergebnisse der Steuerschätzungen dies ermöglicht haben. Das ist gut so. Vielen Dank an den Bundesfinanzminister und an Olaf Scholz. Wir wollen auch bessere Chancen für strukturschwache Regionen. Ein gesamtdeutsches Fördersystem soll Wachstum und Arbeit nach Bedarf fördern und nicht nach Himmelsrichtung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen, glaube ich, eine fortschrittliche Politik für bessere Lebensverhältnisse in Städten, Dörfern und Regionen. Heimat, das ist für uns keine rückwärtsgewandte Heimattümelei. Es ist kein Kampfbegriff gegen Modernisierung und Aufklärung. Und es ist schon gar nicht ein Begriff, der sozusagen für reaktionäre Sprachkonditorei in Anspruch genommen werden kann. Wir gestalten Heimat als einen Ort, an dem Menschen gerne leben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie zu Hause sind. Auf dem Dorf, im Quartier, im Viertel oder im Kiez oder auf dem Kiez, wie die Hamburger sagen. Mir gefällt es jedenfalls, wenn unser Bundespräsident sagt, Heimat weist in die Zukunft. Heimat ist ein Ort, den wir als Gesellschaft schaffen müssen. Und daran arbeiten wir. Herzlichen Dank. Bernhard Aldrup für die SPD-Fraktion und Ihnen, meine Damen und Herren, muss ich das ja nicht sagen, aber schauen Sie, hören Sie Phoenix, hier lernen Sie neue Wörter. Sprachkonditorei, mir war es neu. Der vorletzte Redner in dieser Aussprache kommt aus der CSU, ist stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion und heißt Ulrich Lange. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, im Hinblick auf die Unionsredezeit würde ich es ein bisschen schwäbisch machen, Herr Präsident. Nicht schwätzen, sondern schaffen. Und das heißt im Baubereich einfach bauen, 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 liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit dem neuen eigenen Ausschuss haben wir doch ein Zeichen gesetzt, dass wir die Baupolitik, dass wir die Wohnungspolitik, dass wir die Stadtentwicklung in einen neuen, besonderen Fokus stellen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseres Koalitionspartners, altbewährt und bekannt, auch in ihrer Art, Debatten mitzugestalten. Wir haben uns verständigt darauf, für den sozialen Wohnungsbau mehr Geld auszugeben als Bund, nachdem ja insbesondere auch von Ihnen regierte Länder, lieber Kollege, das nicht immer so hinbekommen haben, wie sie es eigentlich hätten sollen. Und wir sind uns einig, dass wir eine Sonder-AFA machen, dass wir das Baukindergeld machen. Das heißt, wir setzen Impulse. Und gerade beim Baukindergeld, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir ja auf unserer Klausur die ersten Eckpunkte beschlossen und damit bestätigt. Was wir wollen, heißt Wohneigentum auch für junge Familien. Was wir wollen, ist ein Teil von Generationengerechtigkeit, weil wir glauben, dass Eigentum jeder Generation zur Verfügung stehen soll. Wir kümmern uns um Bauflächen. Das wird eine ganz große Herausforderung, das Bauland überhaupt zu bekommen, damit wir preiswert bauen können. Wir müssen verdichten. Wir müssen uns auseinandersetzen mit der Frage der Brachen. Wir müssen uns auseinandersetzen, wie wir Ortskerne revitalisieren, wo wir große Flächen haben, ohne dass wir wertvolles Ackerland immer wieder neu antasten müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wesentlicher Punkt dieser Politik ist die Städtebauförderung. Städtebauförderung heißt gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, in Metropolen und in allen Regionen und Landesteilen. Und deshalb ist es richtig, dass wir auch hier mit einer Summe von 1 Milliarde wieder einsteigen. Wir müssen aber bei den Programmen die Schwerpunkte überprüfen und gegebenenfalls auch anpassen, weil sich die Gesellschaft verändert hat, weil sich das Zusammenleben verändert. Und deswegen darf ich nur darauf hinweisen, dass es uns auch wichtig ist, in den Städten und Gemeinden, dort, wo die Menschen zusammenleben, dort, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, dort, wo das gesellschaftliche Leben stattfindet, dass wir dort die kommunalen Einrichtungen stärken, dass wir sanieren, dass wir Sporthallen, Schwimmbäder, Kultur, Jugendzentren, Theater, dass wir all das nicht außer Acht lassen, wenn wir davon reden, unsere Städte zu vitalen Zentren unseres gemeinschaftlichen Lebens zu machen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen die Schwerpunkte, richtige Schwerpunkte. Mehr Wohnraum, bauen, 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 die eigenen vier Wände, bauen, 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 Stadtentwicklung, bauen, bauen, bauen und das alles für mehr Lebensqualität. Dankeschön. Ulrich Lange für die Unionsfraktion. In der letzten Legislaturperiode war er noch verkehrspolitischer Sprecher und musste da die Maut verteidigen seines damaligen Ministers Dobrindt. Jetzt also Leidenschaft fürs Bauen entdeckt. Der letzte Redner ist Klaus-Dieter Gröhler in dieser Debatte. Meine Damen und Herren, Sicherheit ist die Voraussetzung für Freiheit. Und das Gewaltmonopol des Staates auf der einen Seite und das Sicherheitsversprechen an seine Bürgerinnen und Bürger, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das haben wir als Bund verstanden. Und wir haben entsprechend geliefert. 65% Aufwuchs des Innenressorts ohne Bau von 2013 bis 2018 von 5,9 Milliarden auf 9,8 und allein noch mal ein Plus von 2017 nach 18 um 800 Millionen, darunter eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden gegenüber dem ersten Regierungsentwurf von 90 Millionen. Meine Damen und Herren, ich finde, das kann sich sehen lassen. Und ich will es mal an einem Beispiel auch noch mal konkret werden lassen, wie wir das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken. Wir haben in der letzten Wahlperiode das Strafrecht in der Frage Einbruchskriminalität verschärft. Das war richtig, um Generalprävention und auch die Genugtuung der Menschen, die von einem Einbruch heimgesucht wurden, zu stärken. Wir haben aber gleichzeitig in den Bundeshaushalt 2017 50 Millionen eingestellt, damit Bürgerinnen und Bürger ihr Haus, aber auch ihre Wohnung als Mieter gegen Einbruch selbst besser schützen können. Und der Staat gibt entsprechende Fördermittel. Diese 50 Millionen stehen auch im Entwurf 2018 wieder drin. Und ich kann alle Bürgerinnen und Bürger nur auffordern, dieses Geld in Anspruch zu nehmen, weil jeder Einbruchsdiebstahl, der nicht stattgefunden hat, muss auch nicht aufgeklärt werden. Und wenn in die Wohnung nicht eingebrochen wird, dann hat es auch viel mit Lebensgefühl für die Menschen zu tun. Aber ich sage auch, und das mache ich als Haushälter ungern, ich weiß, dass wir in den kommenden Jahren noch mehr Geld auf diesen Etat rauflegen müssen. Die Fähigkeit zur Krisenbewältigung werden wir noch zukunftsfähiger machen müssen. Wir müssen unsere Infrastruktur vor Angriffen noch besser schützen. Und wir werden den Katastrophenschutz stärker ausbauen müssen. Da bin ich mit dem Kollegen Schuster, auch wenn er meine Redezeit etwas gekürzt hat durch seine Rede, bin ich mir durchaus einig. Da werden wir also in Zukunft noch was drauflegen müssen. Aber ich sage auch, der Bund kann hier nicht allein stehen. Auch die Bundesländer sind in der Verantwortung. Wir wollen einen Pakt für den Rechtsstaat schließen. Und da passen ein paar Meldungen in der Presse der letzten Tage einfach nicht. Wenn der regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, den Menschen rät, abends lieber ein Taxi zu nehmen, als durch bestimmte Straßen in Berlin zu Fuß zu gehen, weil ihre Sicherheit sonst nicht gewährleistet ist, dann ist das der falsche Ansatz. Und wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung, meine Damen und Herren, gestern mit der Überschrift bespuckt, geschlagen für 2.340 Euro über die schlechte Bezahlung von Berliner Polizisten schreibt, dann ist das der falsche Ansatz für die innere Sicherheit. Und wenn am gleichen Tag noch drin steht, dass in Berliner Gefangenen-Sammelstellen das Licht ausgetauscht wird, um den Vorwurf von Folter nicht mehr zu haben, weil es sei zu hell für die Gefangenen, dann ist das der falsche Ansatz für die innere Sicherheit. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt in die Haushaltsberatung gehen und wir werden den Haushaltsansatz noch ein Stückchen besser machen. Und am Ende des Tages muss es dann lauten, der Rechtsstaat muss besser organisiert sein als das Verbrechen. Und an der Stelle können sogar die Kollegen von der FDP klatschen, weil das stand ja mal in eurem Flugblatt. Insofern bin ich sicher, dass die Opposition konstruktiv bei den Beratungen, auf die ich mich freue, dabei ist. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Und damit wird der Präsident diese Debatte, diese Aussprache zum Etat des Bundesinnenministers auch gleich schließen. Es wird dann im Haushaltsausschuss und an anderen Stellen weiter diskutiert werden über die Gelder, die der Minister zur Verfügung haben soll.